Jungs, Servus. Jetzt mache ich nochmal schön ein kurzes Video. Das ist die von Miltec. Lightweight Laser Cut Molle. Beste. Auf die großen Bilder im Internet könnt ihr sie ja finden. Ich mache jetzt einmal das hier. Das hier. Taktische Weste. Ja, so wunderbare Geradstelle. Dann hinter noch Rumborg. Ich glaube, das erklärt sich jetzt von alles. Also von der Arbeit, Verarbeitungsqualität her. Ich habe sie jetzt wegen Black Friday Sale ein bisschen später bekommen, weil die hin ein bisschen packen müssen, ASMC. Und deswegen kam sie ein bisschen später, und zwar jetzt an. Und ich habe sie wirklich sehr preiswert geschossen, und ich muss ehrlich sagen, als Freizeitwäsche. Um sich da ein bisschen was zusammen zu schustern mit ein paar Taschen und so. Also, da muss ich jetzt echt schon sagen: Scheiß die Wand an. Also, es heißt ja immer, Militech, da kauft man zweimal. Das ist immer noch so. Aber es gibt manche Produkte von Militech, die sind wirklich. Da fehlen einem wirklich die Worte. Die sind okay. Die sind super. Und halt auch was aus und. Schon krass. Also. Okay, vielleicht die werden brechen, weil es nicht Hochleistungs sind. Also die wahrscheinlich jetzt vergleiche, die da haben. Mit Leo Köhler wahrscheinlich nicht. Aber generell. Wenn man da jetzt mal genau reinguckt. Ich mache es jetzt geschwind auf. Reißverschluss wird wahrscheinlich wieder UKK sein. Was immer schon so war bei Militech. Wenn der ist so immer UKK. Wahnsinn. 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 Also innen drinne. Verarbeitung, hey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe ja schon Tasmanian Tiger und so einen Scheiß und alles. Im Hintergrund seht ihr 75 Tactical Leo Köhler Fertigung. Wahnsinn. Wahnsinn. Leute, Alter. Da steht dran. Ich glaube, Wäsche. Nicht so arg. Handwäsche wahrscheinlich sowieso, ja. Handwäsche, ja genau, hier Handwäsche. Alles andere ist verboten. Kann ich mir eigentlich auch so vorstellen. Weil hinten ist sozusagen eine PVC-Plane. Aber trotzdem. Gut, da kann man jetzt immer meckern. Ja, das ist jetzt zum Beispiel, da habe ich es nicht akkurat gemacht. Also ich finde es okay, also ich finde es super. Für den Preis, hey. Gut, dann kannst du wieder darüber meckern. Ah, das ist nicht akkurat hier richtig der bin. Aber das kannst du selbst wegschneiden und dann ein bisschen abflamen. Aber musst du aber aufpassen, dass du hier das nicht abfackelst. Aber trotzdem. Um sich hier zum Beispiel Anglerwäsche oder sowas ähnliches zu machen. Also ich komme jetzt gerade auf verrückte Idee. Rein theoretisch kannst du auch die Molle umgekehrt machen. Dann hast du sozusagen. Hier und innen eine Tasche. Da liegt es zwar auf, aber generell, die hat wirklich geile Kombinationsmöglichkeiten. Gut, da könnte man nicht auch nochmal drüber meckern. Das ist Klett. Das ist klar hier oben. Aber rein theoretisch. Okay. Die könnte ich jetzt noch einmal hier durchfrieren. Und dann könnte sie nach oben ziehen. Okay. Aber trotzdem, auf der Rückseite, schöne Verarbeitung. Ey. Also, da bin ich im Moment schwer beeindruckt. Was wirklich eine Mogelpackung ist, das kann ich euch noch gleich zeigen. Was wirklich eine Mogelpackung ist, ist der Dings hier. Der hier.
Das ist der Tesar. Ist ja von Meditech die etwas hochwertige Variante. Der Smog. Also von dem kann ich wirklich abraten. Weil der ist wirklich Plastik pur. Und ich zeige euch mal was. Der brennt wirklich. Also den am Lagerfeuer einzusetzen. Lasst es bleiben. Lasst es bleiben. Und es riecht, als würdet ihr Plastik verbrennen. Da ist zum Beispiel Leo Köhler 75 Deckdeckel weitaus besser. Ich wollte euch das jetzt einfach mal geschwind so auf die Schnelle mal zeigen, die Weste. Deswegen wollte ich einfach grundsätzlich sagen, manche Militech-Produkte, auch wenn sie teuer sind, 100 oder 10 oder 110 oder 120 Euro kosten und sehr teuer sind, nicht immer gut. Und dann, not but least, get radio. Preiswert. Du kannst sagen, was du willst. Klar, wenn du jetzt so jetzt Art Feuerzeug noch hängst, aber ganz ehrlich, probieren wir es raus. Der ist besser verarbeitet. Keine großartigen Fäden wie beim Smog. Gut, es sind zwar unterschiedliche Vergleiche, die kann es nicht geben, aber dennoch. Irgendwie hin die das noch gekriegt in ein paar Jahren, also in der letzten dreieinhalb, vier Jahren, also seit ungefähr 15,5 bis jetzt, ab 16 ging es los, eine Qualität nahezulegen. Das ist für mich unvorstellbar. Ich kenne eigentlich früher Militech immer als Scheiße. Und ich habe aber seit 15 Jahren einen Schal. Dann habe ich aber in der AK angehabt und danach, nach meiner Militärzeit, nicht mehr, nur noch privat sowas sehen. Das war doch nicht schade. Den kriegst du nicht kaputt. Gut, aber der ist 80, 90% Baumwolle. Aber wie gesagt, zu der Tesar Smog kann ich definitiv abraten. Definitiv, definitiv. Weil, es sind jetzt zum Beispiel hier noch Staubsaugerrohre und so weiter. Ich bin jetzt gerade im Bad ein bisschen aufräumen, aber generell kam es gerade das Paket an und deswegen mache ich das einfach mal schön stegreif raus. Lieber ein bisschen unprofessionell, dann kommt es ehrlich rüber. So, das ist meine Message. Und also zu dem kann ich wirklich abraten. Also, da wir wirklich zwar, kann man sagen, einen Fehlkauf macht, aber lieber habe ich jetzt mal den Fehlkauf gemacht und du euch darüber informiere. Und vielleicht tut Miltech vielleicht diese Sorte einfach bloß einen höheren Baumwollanteil und einen Flammenhemmender mache, dann kann ich sagen, von der Taschenergonomie kommt er fast wieder an den Leo ran. Aber da ja der so viel Polyester drin hat, einmal an eine Flamme nachhocke. Oder nur Ascheflug. Also wenn ich mal Papier reinschmeiße ins Feuer, dann und hier geht alles drauf, hey, da brennen sich Löcher rein. Das ist echt nicht so der wahre Burner. Und schade eigentlich um den Smog, aber generell, ich bleibe bei meiner Sabre Smog. Gut, die Winterjacke von Miltech, die habe ich auch in Flecktarn, die habe ich sogar in Schwarz. Das ist ja die amerikanische verschnittmäßig. Die ist geil, die hat auch der Reini vorgestellt. Und der Reini macht ja irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein Video und zeigt sozusagen nach 2 Jahren oder 1,5 Jahre Langzeittest, wie gut sie ist. Aber für mich Langzeit ein Spaziergang, mal schön zum Einkaufen, schön zum Auto, die ist ja im Auto drinne, die Militech Regenjacke. Ich habe die in Flecktarn da, Augenblick. Ich muss jetzt mal bloß schön eingreifen. Es sind halt die verschiedenen Kleiderhaken. Das ist die hier.
Die hat hier die großen Seitentaschen und so weiter und alles mit Reißverschluss. Original wäre es halt mit Klett. Ich habe da mal noch ein anderes Video gemacht. Und die habe ich noch nicht benutzt, dafür die schwarze. Ich bin mal am Überlegen, vielleicht hole ich mir noch einmal eine oder so. Und mach die, wo eigentlich kaputt ist. Manche würden sagen, oh, schmeiße fort. Vielleicht färbe ich sie. Ich weiß hier jetzt noch nicht ganz, mit was für einem speziellen Mittel, weil ich muss bedenken, IR und zugleich Schneekammer. Also die wird weiß. Da muss ich hier ganz spezielle Farbe nehmen. Mit Weiß vermischt und mit was anderem Zusatz noch dazu. Aber die einzigste Schwachstelle bei der Jacke zum Beispiel sind zum Beispiel die offenen Nahtstellen hier. Ansonsten, die Nähte sind generell auch bei dieser Jacke einfach gut verarbeitet. Und als Regenjacke finde ich die echt super. Aber das werden wir sehen, in was für eine Richtung ich jetzt eigentlich nach Covid-19 gehe. Aber das werden wir jetzt alles sehen. Ich wollte einfach jetzt mal euch mal was zeigen und fertig. Wie gesagt, ich habe auch Profi-Gear. Also wirklich kein Scheiß, dass ihr es mir glaubt. Weil es gibt ja immer noch Leute, die sagen, oh, du hast keinen Leo Köhler, du lügst uns hier an. Leo Köhler, 2014. Und ich verwende Techgear, Leo Köhler, zwar kein Blackhawk, aber 5-11, Tasmanian Tiger. Bei mir kommt alles. Die Kombination ist manchmal das Bessere. Aber es gibt ja immer Leute, die sagen, ich muss nur eine Marke haben. Ja, Schweizer Taschenmesser stellt aber jetzt zum Beispiel Akol Schuhe her. Es war jetzt ein Ko Griff ins Klo, ein komischer Vergleich, aber einfach mal so jetzt einfach mal sagen. Ich habe in meiner Ausbildungszeit zum Winzer verschiedene Jacke von diesem Typ, amerikanische Regenjacke, angehabt. Original, dann eine in Schwarz. Die habe ich nicht angehabt in Flecktarn, aber da habe ich 3 Stück davon gehabt und ich war echt zufrieden und hey, meine Ausbildung ist jetzt fast 10 Jahre her. Ab nächstes Jahr, 2021, sind es ungefähr 11 Jahre. Aber generell, hallo, für 80 Euro oder für 90 Euro kriegst du eine Regenjacke, die du zum Auto, wenn Starkregen ist, mit schön Arsch der Ort ziehen kannst. Also so wirklich mal so 100 Meter und da kommt nichts durch. Und dann hast du noch ein Vlies drunter. Und für den Preis 2 Jacke. Ist ein Schnäppchen. Oh, jetzt ist er kaputt gegangen. Plastikhaken. Keine Panik. Die kommt wahrscheinlich jetzt auf den Holzbügel. Aber auf den stabileren. Und ich sage mal so, somit beende ich das Video. Also euch noch eine gute Zeit. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen was zeigen. Der Vergleich zwischen Militech früher, heute. Und einfach mal ein bisschen mal Retour davon spreche. Bis dann.